Mann, ihr Spielkinder, seid mir ganz recht herzlich. Guten Tag. Wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben hier diese komische Tür entdeckt. Und ja, ich habe hier so ein bisschen rumgeschoben, Schiebereien veranstaltet. Und wir hatten es eigentlich richtig. Wir hatten es irgendwie nur auf der falschen Seite. Und insofern, da Schieberätsel eh nicht so. Was ist das denn? Looks like I'll need some firewood. Firewood. Mal ganz kurz ein bisschen lauter machen. So. Okay, Moment. Oh. What is that? Pardon, da bin ich rausgeflogen. Moment. So. Okay. Gut, jetzt habe ich mir überlegt. Wir müssen, glaube ich, mit den Dingern irgendwas machen. Also meine Vermutung, da sind Pfeile und die sollten vielleicht auf dieses Dingen zeigen. Das ist das, was ich vermute. Ob ich da richtig liege, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht in die Lösung geguckt. Ich habe mir so keine Tipps geben lassen. Aber... So, das zeigt er jetzt dahin. Also zeigt zumindest, anders glaube ich, ist ja gar nicht so positioniert. Warte mal, da. Nee. Also, ist meine Vermutung. Wir machen das jetzt hier mal mit dem auch. Wupp, da ist der Schrank, den wir in die Luft gesprengt haben, ne? Wir Heopace, ne? Mit unserem super Kaugummi, ne? Okay. So, jetzt war oben noch einer. Ne? Vielleicht müssen wir den auch noch irgendwie hier runterstrahlen lassen. Wuppdiwapp, die wubbeliwapp. Wuppdiwapp, die wubbeliwapp. Diddle. Alright. Well. Moment. Da. Der könnte da auch, dass der so da drauf zeigt, würde ich mal so sagen. So. Something big just moved and there's smoke coming out from behind the panel. Alright, dann gucken wir mal. Gehen wir mal runter. Wir gehen mal runter. Was hat sich denn da getan? Oh, da dampft was ganz, ganz fürchterlich. Oh. I need to unscrew that cog from the wall before I can repair it. Komplett lösen. Das war ja leicht. So, was müssen wir jetzt machen? I need to unscrew that cog from the wall before I can repair it. Komplett öffnen. Warte mal, wir haben... Rescrew, hat irgendwas von Screw gesagt? Ah, okay. Gut, das ist... ergibt Sinn. Moment, dann gucken wir mal, was haben wir jetzt da? I'll need to reshape this metal cog. Wieder in die richtige Form bringen? Wie soll ich das denn wohl machen hier mit... Moment, wir können das ja mal ganz kurz... Ey, Moment, stopp. I'll need to reshape this metal cog. Okay, das heißt, wir probieren jetzt mal das richtige Form, würde ich sagen, Hammer, ne? Are you trying to make an interocitor? Because you're failing. Hat er gerade gesagt, ich bin failing? Hör mal, Alter, was war das denn eigentlich noch? Ach, das sind die Sticken. Ja, richtig. Und das ist eine Zange. Der Tang, ne? Der Hammer. Und das ist die Lösung, die wir da noch mischen müssen oder so, ne? Okay, aber... Ich kann das jetzt hier nicht... Wie soll ich jetzt hier noch Spielereien anfangen? Komme ich da denn runter? Ich bleib hier hängen. You know, I love secret doors. And something in this room must trigger it open. Okay. Aber was mache ich jetzt mit diesem verkackten Rad? Ich kann jetzt hier nicht schmieden. I'll need to reshape this metal cog. Hatten wir denn irgendwo ein Feuer? Moment, ich meine... Wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken. Gucken. Waren hier nicht irgendwo... Da war doch ein Feuer. Ne, das Feuer ist aus. Hatten wir in dem Haus nicht irgendwo ein Feuer, Freunde? Jetzt mal ohne Scheiß. War da oben vielleicht irgendwo ein Feuer? Wir schauen. Da bin ich ehrlich, das weiß ich nicht mehr ganz genau. No. Oh. Ach, kann ich nur zumachen. Ich bin voll erwartungsfroh, ne? Oh, da kann ich was machen oder kann ich das verkackte Ding nur zumachen? Nun gut. I hope this isn't diseased. Okay, da sind wir auch wieder hier. War denn da kein. Ich meine, in unserer anderen Wohnung war, glaube ich, ein Feuer, ne? Stimmt, da war der Kamin und da war ein schönes Feuerchen drin. Aber hier, wie soll ich das denn? Ich kann mal probieren, ne, das kann ich auch nicht. Ich
dachte, ich lege das da mal hin. Da ist ja unsere Wunderpflanze, ne? Jackie und die Wunder und die Zauberbohnen, ne? Aber wir haben Streichhölzer. Der Kamin da oben wurde angezeigt. Wo ist Mantis denn wohl? Mantis, hallo? Mantis mal... Oh, da gehen wir besser nicht hin. Das ist, sonst sterben wir wieder. We already died that way. Am liebsten wie wir nach Hause fliegen hier. Ne? Ab in Scooter oder in Speeder und so. Und dann weg. Tschüss. Macht euren Mist alleine. Aber ist das eine Tür? Ich dachte gerade, das wäre ein... Which one's the fourth one? Ah, the fourth one. Oh, warte mal. Stimmt, da lag Holz. Können wir denn vielleicht Feuerholz mitnehmen? Nö, nee, können wir gar nicht. Doch. You know, I've always thought that wood is a key ingredient to starting any fire. Ich soll jetzt echt da Schmiedearbeiten bewerkstelligen? Das ist doch... Hey. Hey! Yep, it's an old shed, all right. All right. Sag mal, willst du mich verarschen? Habt ihr gesehen, da war gerade alles weg. Gerade war alles weg. Das haben wir uns aber, glaube ich, schon angeguckt, ne? Was wir, glaube ich, hier noch nicht so wirklich zahlreich gefunden haben, war ein Comic. Ja, yeah, I've never really been interested in yard work. Ein Yardwork ist so... Well, 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 my speeder. Aber wo ist denn wohl Mantis? Für den machen wir den ganzen Quatsch hier. Ne? Wir wollen ja ein Beruhigungsmittel für ihn machen. Okay, passt mal auf. Also, dann war tatsächlich... Ich soll jetzt hier echt schmieden, also wohl ein bisschen albern. Was ist das denn hier? Ach, Feuerholz. Wood is good, especially for building fires. Alright, 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 alright. Ich soll jetzt hier wirklich Feuer machen. Feuer, Feuer, Feuer. Fire! Oh, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. I ran wrong. Warte mal, war denn in dem Ding noch was drin, was wir vielleicht gebrauchen können? Well. Oh, ich hoffe immer noch irgendwie ein... Hey! Yeah, really organized. Dann ist noch nichts mehr, nichts mehr. Well, 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 well. Alright. Gut, den haben wir noch in der letzten Folge geknackt, den Safe. Das war gut. Na, dass wir die Zahlen tatsächlich noch entdeckt haben, weil die waren echt schon ein bisschen schwerer zu erkennen. Aber wir haben es geschafft, wir haben es gerissen. So, die soll jetzt hier echt kokeln, Freunde, um das verkackte Zahnrad wieder ans Laufen zu bringen. Looks like I'll need some firewood. Na, er sagt's explizit. Gut, da hast du dein Firewood, mein Freund. Wie, da liegt's schon. Okay, Sticken haben wir. Sticken, Sticken, Sticken. Oh, Feuer. Ja, dann ballern wir das Rad da mal rein. Das ist der Hammer, also das verstehe ich zwar im Leben nicht. Well, maybe I should get something to place the cog in the fire with, besides my hand. Ja, aber du hast doch deine Hände schon öfter ruiniert, Text. Das ist gut. Den Hammer, ne, das können wir vergessen. Wenn, dann das Ding hier, ne? Das hat eine Schmiedezange. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier, wahrscheinlich kombinatorische... What crime against humanity have you created? Willst du mit sagen, ich wäre kriminell oder was? Oh, hat er das jetzt schon geschmiedet? Das heißt, wir können jetzt dann mit dem Hammer ordentlich draufkloppen und dann war's das, oder wie? Cog's fixed and ready to be put back. Aerosmith Tex Murphy. Das ist schon ein bisschen surreal, aber okay. Wir schmieden uns ein Zahnrad. Oh, Scheiße, wir so Zahnrad schmieden. So, und ist jetzt hier irgendwas passiert? Oh, es ist ganz aufgegangen. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Alright. Oh Gott. Es wird gespeichert. Guten Tag, Speaking 45, mein Name. Wer bist denn du denn wohl? Was ist das? Kann ich mir den angucken? That Morlock hologram kills anyone who gets too close to the door. You need to find a way to short-circuit him.
Ein Hologramm, was mich platt macht? Sag mal, irgendwie geht's noch? Ja, jetzt habe ich Licht gemacht. Und? Ich wollte es nur mit Licht haben. Das ist... Hologramm kills anyone who gets too close to the door. Ja. You need to find a way to short-circuit him. I need to find a way. Okay, dann hat das wahrscheinlich mit diesem Grün, Grün, das heißt, die scheinen alle voll sein zu müssen. Oh Gott. Okay. Wo muss ich den jetzt drücken? Ach, hier sind Ventile. Habe ich mir fast gedacht. Okay. Na, das ist mal wieder ein lustiges Rätsel, ne? Von wegen, rate mal mit Spielkind. Da geht's immer runter. Okay. Hm. Okay, so, der hat mit dem gar nichts zu tun. Aber wir sind schon mal drei. Okay. Gelitten? Ich weiß nicht, haben wir den jetzt Strom ein- oder abgeschaltet? So scheint Strom, glaube ich, an. Ich glaube, bei Wasser mit Strom, das ist, glaube ich, keine wirklich gute Idee. Ich riskiere das jetzt mal. Jetzt haben wir es abgeschaltet. A word to the not so wise. The water still has electricity running through it. Ja, was? Something tells me no one was coming here for cheap eye surgery. So, dann ist es jetzt abgeschaltet? Oh. Kleiner AOP hier. Da muss ich was machen. This drain perfectly symbolizes my life. Okay. Ja, so krass würde ich das jetzt nicht sagen. Also, ne, Text, du bist schon ein kleiner Hiopay. Das ist unabdingbar, ne? Aber so schlimm. Was haben wir denn hier? Warning. Power failure system offline. It's a card reader, and I'll need the electricity to be on for it to work. Okay, jetzt können wir sie anmachen. Das Wasser ist ja weg, ne? Oder sehe ich das falsch? Hallo? Cool. Was ist das da? Komme ich gar nicht dran. This cellar door has a card reader on the side. A card reader on his side. This cellar door has a card reader. Okay, wir haben ja eine Karte gefunden. Oh, cool. Oh Gott, was erwartet uns denn jetzt hier? Yeah, Margaret made sure this place was soundproof. Soundproof? Oh Gott, das sieht eher nicht aus wie bei dem Doktor, ne? Bei dem Mason Bowers, ne? Well, guys, what do we got here? More books in here than in my county library. Cursed government spending cuts. Ja, ja, du und deine Buch, dein Buch hast, was da, ach, das, ah, da müssen wir wahrscheinlich, oh Gott, das müssen wir noch erst lesen. Hallo? It's a chemical mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers in here to create medicine for Mantis. Warte mal ganz kurz, wie sieht das aus? Not much here except for a chemical mixer. Ja gut, pass mal auf, die Dings haben wir ja. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Manus's pain. Oh, jetzt wird das aktivieren oder was? Habe ich das jetzt im Inventar? Oh, wir haben die Spritze sogar. Cool. Mal ganz kurz jetzt ohne gucken. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Mantis's pain. Das ist gut, dass Mantis dann keine Schmerzen mehr hat. Der hat eh, glaube ich, genug gelitten. Okay, bevor ich wieder auf dem Boden irgendwas übersehe, ne, liebe Freunde. Was haben wir denn hier? Ach ja, okay. Aha, aha. Wieder kann ich gar nichts machen. So ein schöner Kasten und ich kann nichts machen. Oh, ein Helm, cool. Warte, wir gucken uns erstmal, bevor wir den nehmen. Oh no, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich hab doch gesagt. The Interocitor IQ measurement system. I should try this baby out and see what a genius I am. Don't text. You may not like what you find.
Dr. Zaius was right. A man like you is inferior to the Simian in every way. Max, da kann was nicht stimmen. Das glaube ich nicht. This machine monitors electrical activity in your heart. Ah, oh, cool. There's blood all over the floor. It doesn't look fresh, but it's troubling. Naja, auch wenn es nicht frisch ist, ne? Das, was ist das denn? Ach, da kommen wir rein. Okay, da haben wir hier noch ein Witwer oder was? I've assembled the spirit radio. Tonight will be my first attempt to contact my husband. The radio is working. I hear voices that are incoherent, eerie, and tantalizing. There must be some way to amplify the power. My last attempt was a near disaster, similar to what happened to Tesla back in 1899. The frequency caused a vibration that increased until I thought the house would split in two. I had to smash the radio. What? Now I have to start all over. I don't want to get my hopes too high, but I believe I've made contact. I brought the radio into the lab, and I swear that being close to Charles's cryo chamber has intensified the signal. I'm sure it's his voice, but I can't understand what he's saying. I've recorded hours of the voice and had experts analyze the audio from every angle. We've deciphered three words: void, return, immortal. I've reached an impasse. I wonder if the Tesla egg, could it amplify the radio's power? It's been weeks since I've heard Charles's voice on the spirit radio. I wonder if the Gideon parasites have moved ahead without me and brought him back to life. It's been years since I made an entry in this video journal. Charles is dead and lost to me forever. And I will die soon. The translator lives, and one way or another, whoever sees this, Mantis, Mason, it's up to you to stop the translator. Stopping the translator isn't going to be easy, and the Tesla egg and spirit radio seem to be the keys. Somehow, the information Margaret Leonard took to the grave needs to be uncovered. Is that even possible? I have an eerie feeling it is. Das heißt, die spielen tatsächlich mit den Geistern der Toten und können die auch kontaktieren? Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also das kann mit Sicherheit... Was ist das? Ach, wieder nur zumachen, ich hasse das! Glass is shattered. Something trying to get in or out? Das wollen wir besser nicht feststellen. Das könnte Mantis gewesen sein. Mantis. Alright, what do we get here? Now there's something you don't typically see in a residential home. Was ist das? Das erinnert so ein bisschen an Arnold Schwarzenegger. Nee, das war, glaube ich, Stallone, ne? Das ist ein blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Ha. Alright, sollen wir nochmal sein? Also, das ist ein Idiot. IQ Measurement System. Ich glaube das nicht, Freunde. Ich glaube das nicht. Baby out and see what a genius I am. Don't text. You may not like what you find. Ich glaube, er geht tatsächlich wieder runter. Genius, exceptional, high, average, average, normal, dull. Oh Gott. Aber Idiot below 10? Mit einem IQ von 10 könnte ein Mensch gar nicht leben. Selbst 10 bis 19. Man like you was inferior to the Simian in every way. Also, das stimmt was nicht. Selbst der gute Tex Murphy hat mehr als 10. Alright, das können wir, glaube ich, auch nicht. So, dann können wir Mantis jetzt theoretisch seine Droge geben. War hier noch was? Looks like something unethical happened in here. Naja, wenn wir das Video richtig interpretieren, dann... Looks like something unethical happened in here. Ach, armer Mantis. Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen, sagen wir mal, was weiß ich auch immer, verschaffen. Ne? Aber das ist, So, meine lieben Freunde. Wir wissen jetzt, wissenschaftlich belegt, Tex ist ein Idiot.
Glaube ich zwar im Leben nicht, ne? Aber wenn man sich so, das ist, man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Okay, dann mein Vorschlag zur Güte. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Und den Mentes, wenn wir ihn denn dann finden, wo ich gehe mal von außen, weil vielleicht riecht er das Zeug ja, ne? Dann schnappen wir uns in der nächsten Folge. Meine lieben Spielkinder, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, Tex Murphy 45, wie auch immer. Mentes wird jetzt bald, dem wird es bald besser gehen.